Was meinst du vorhin mit vorher stoppen? Deine Kommunikationsskills wieder 10-10? Ja, das habe ich so einfach nicht verstanden. Vielleicht war meine Verständnisskills auch einfach 10-10. Weiß ich nicht. Verkaufen kannst du. Ach so. Ja, du hast ja immer noch das komische Layout in der. Im Powerplant. Ich würde sagen, verkaufen ist halt so easy, wenn du 3 Reihen hast. Aber kannst du echt nicht? Ach so, weil Rechtsklick halt. Ja, okay. Weil du keine Rechtsklick aufnehmen kannst. Ja, gut, dann musst du das halt echt. Musst du das echt dann anders machen. Aber dafür wäre mir das Layout halt einfach zu assi. Wie sieht es denn hier eigentlich mit dem Bonus aus? Warum läuft denn der nicht? Und warum ist der jetzt nur 188%? Sollte der nicht eigentlich 200%? Na, egal. Egal. Don't care. So, das sind noch 142 Stunden. Das ist okay. Das wird keine 142 Stunden dauern. Einfach aus dem Grund, dass es vor knapp 3 Stunden noch 150 Stunden waren. Also ich schätze mal, das wird spätestens Freitag fertig sein. Freitagnachmittag irgendwann. Gucken wir mal. So, wir haben den ganzen Dust. Das ist traumhaft. Dust ist traumhaft. Und dann machen wir doch da mal fröhlich so ein Gelumpe draus. Ein Traum. Und dann kommen wir vielleicht irgendwo, also dafür, dass wir hauptsächlich Factory, oder dafür, dass ich hauptsächlich Factory machen wollte, haben wir jetzt in der Stunde, die wir schon aufnehmen, halt nichts in der Factory geschissen bekommen, aber okay. Lovely. Just lovely. Aber hey, trotzdem ein Problem gelöst. It is something. Nee, das hätte ich jetzt ganz gerne. Ich möchte schon die beiden Achtermaschinen auf 9 ziehen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit nachzugucken, welche Blueprints bzw. Module in welchem Stadium am meisten Sinn machen? Ich glaube nicht. Also, tendenziell gibt es den offiziellen Discord, wo ganz viele Blueprints halt zum Importieren auch irgendwie angepinnt sind, aber in deinem YouTube-Kanal-Vorstellungsvideo hast du mal was von Jonglier-Simulator und Ukulele Hero erwähnt. Wollte wissen, ob da neue Folgen kommen. Dir ist schon bewusst, dass das keine wirklichen Spiele sind, sondern einfach nur ein eigentlicher Gag war für das Vorstellungsvideo. Den ganzen weißen Dust jetzt weggecraftet? Das war so gar nicht gedacht. Ist aber okay. Machen wir so. Es gibt kein Game, was Jonglier-Simulator. Vielleicht gibt es eins, aber das ist nicht der Punkt. Cool, mit der Menge an grünem Dust kommen wir halt nirgendwo hin. Ja nun. Wobei, doch. Muss man eigentlich Variablen initialisieren oder reicht? Set reicht. Also du musst sie, ich habe mich vorhin auch falsch ausgedrückt. Set reicht und du musst theoretisch auch gar nicht Set machen, also du musst vorher keinen Wert festlegen. Wenn du direkt mit der Variable arbeitest
und sie zum Beispiel um 1 erhöht, wird einfach Basewert 0 genommen. Das war auch meine Frage vor, keine Ahnung, 10, 15 Minuten oder so. So, aber damit können wir zumindest eine Maschine, glaube ich, machen, oder? Die Hälfte von 1080 ist 540. Here we go. Gott, will ich das wirklich machen? Mir hilft ja nichts, ne? Mach mal einen T10 Boiler. Werde ich irgendwann machen. Aber nicht jetzt. Stattdessen machen wir erstmal 60 von den Dingern. Und dann 5 Blocks. Und dann sind wir doch zumindest hier schon mal einen Schritt weiter. Und den Rest kriegen wir relativ easy hin. Das reicht. Das sind noch 9 normale Plates. Hydrate. Ja, mach ich sofort. Das sind noch 9 normale Plates. So. Und dann brauchen wir noch 3 davon. Da reichen 2 Barren. Oh ne, da reicht sogar ein Barren, weil eine haben wir noch. Dann müsst ihr da leider mal kurz raus. Du gehst da rein. Ihr geht da rein. Du gehst... Ah, das ist der Presser, ne? Ist gar nicht der Refiner. Ist ja schade. Hätte ich lieber den Refiner gemacht? Eigentlich ja. Kann ich den Refiner noch machen? Uff. Ich glaube nicht. Das sind schon nochmal 27. Könnte passen. Könnte passen. Also wir können im Zweifelsfall nachschieben, das ist nicht das Problem. Ja, scheiß drauf. Hilft ja nichts. Das ab da rein, das ab da rein. Nein, das ist da richtig. So. 52 das für 5 Motoren ist hart. Wir brauchen allein schon 20 Platten, normale. Ich glaube, das wird knapp nicht reichen, aber gucken wir mal. 20 normale Platten, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, um 10 hiervon zu machen. Dann brauchen wir noch einen Barren, um 2 hiervon zu machen. Dann haben wir schon 5 Motoren. Dann müssen wir gleich noch 3 Ringe machen. Dann müssen wir aber gleich noch mehr machen. Das sind nämlich 9 Ringe, die wir machen müssen. Also letztendlich 10. Also 5 Barren in den Shaper und nochmal in den Shaper. Und dann brauchen wir nochmal 6 normale Plates. Ja. Dann machen wir 3 hiervon. Und dann ist das doch total good to go. Nice. Ja moin. Dann können wir jetzt die Dinger hier wieder reinschmeißen. Dann gehen die vielleicht einen Hauch schneller. So, jetzt habe ich total viel Kram nicht mitgelesen. Ich habe irgendwie Angst, dass irgendwann ein Update kommt, mit der die Max-Tierstufe bei den Maschinen auf 20 geht. Alter, T10, das dauert jetzt schon so lange. Auf keinen Fall, Aber ja, wie viele... meine 4, 8... Also theoretisch, wenn sie alle Farben von hier oben nehmen, würde es zumindest bis 13 gehen. Aber nun. Wie lange läuft der Buff noch? Ah, Viertelstunde, easy. Easy, achso, warte mal. Ah, jetzt ist er aber auch wieder auf 213, okay. Warum das manchmal auch einfach... manchmal reicht es einfach nicht.
Denk an die T10-Maschinen für den Exotic Producer. Ja, wird kommen. Wird dauern, aber wird kommen. Möglich wären ca. 16 Millionen Farben. Ja, die kannst du dann aber nicht mit dem bloßen Auge unterscheiden. So. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wirklich, wenn wir irgendwas weitermachen wollen, einen ganzen Arsch voll Erze hochgrinden. Ja, schade. Oh, jetzt sind ja jetzt nur 4 Millionen. Fast 5. Wie lange kann das schon dauern? TC-Maschinen für den Exotic Producer werden recht schnell gehen, sobald man mal alles T10 hat und eh genug Dust von allem. Du wirst halt nicht genug Dust von allem da haben, weil du musst dann halt nochmal alles auf T10 kriegen. Und selbst mit meinem T10 Belt und einem 150 Stunden Refining Vorgang kriege ich halt, keine Ahnung, 20, 30 T10 Dust daraus oder so. Wenn überhaupt. Also nicht viel. Du siehst dich schon da sitzen mit 1C6 schwarzem Dust, weil du nicht weißt, wohin damit. Ich glaube nicht. Welchem Tier bist du mittlerweile im Headquarter? 9. Aber ja, ich habe die letzten Tage eigentlich nur in der Factory verbracht. Wir müssten stumpf Error grinden, um auf 10 zu kommen, aber ich habe so gar keine Lust dazu. So richtig gar nicht. Wobei, lass mal kurz... Oh, wir sind hier mit den Hits fertig. Cool, jetzt können wir hier Research machen. Spannend, okay. Was? Ich habe noch keine Ahnung, was das hier macht. Oh, ich muss quasi beides ausgeben und... Okay. Und das sieht nicht so aus, als sollte es so liegen, aber okay. Was macht das? Ich brauche mal bitte... Hier steht auch nirgendwo was bei, ne? Was macht? Steht halt gar keine Erklärung mehr. Damit senkst du Attack und Death von den Gegnern. Das dachte ich mir. Also einfach, weil es geteilt durch ist. Was macht die 2-Stunden-Leiste hier? Also das 1000 XP. Wir haben ja ein paar Gems. Wir können hier gerade mal machen. Also ja, kann ich jetzt halt starten und dann was? Also was passiert dann? Es reduziert die XP-Kosten. Wenn du dann auf Destroyed Enemies drückst, reduziert das den... What? Rall ich nicht. Okay. Ich glaube, ja. Ja, Feuerpilz mache ich wahrscheinlich gleich. Es ist nur so, 3 Leute erklären mir hier was. Du erklärst nebenbei was im Discord, den ich beim Stream einfach keinen Platz habe nebenher, ohne dass er irgendwas überlagert. Deswegen ist Discord beim Stream halt immer schwierig. Aber ich guck gleich mal. Ich starte erstmal den Run. Wir müssen eh Hits farmen. Wenn ich den Discord offen habe, sehe ich aber halt den Chat nicht mehr. Das ist so die Sache. All enemy types have each 2 new special traits, 1 offensive and 1 defensive. Ja, soweit war ich. Achso, ich wollte eigentlich auch hier reingucken, ne? Aber hier ist trotzdem halt nichts am Start. Okay. By clicking the stairs icon in the workshop, you can access the error workshop. Try and build around either being able to survive hits from an enemy or killing one. Ja, okay.
all enemies have an aura shield, which increases their hit points and attack by a factor of 1e20. Okay, the shield can be reduced by unlocking the second tab. Okay, got it. Den Timer habe ich noch nicht ganz verstanden. Error Inhibition, second tab, here you can reduce the error shield using blue resources and blue gems. Ach so, ja, das ist das, was ich gerade gemacht habe. The first time buying them will reduce their power by 1e20. Wir kommen jetzt auf jeden Fall schon deutlich besser vorwärts. Das fällt auf jeden Fall deutlich auf. Aber das erste reduziert das schon um E20? Im Leben nicht. War das erste nicht einfach geteilt durch 4 oder so? Das reduziert das doch nicht um E20. Okay. Spending. You can unlock the ability to disable that enemy's error abilities during runs. Beware that these costs are multiplicative. Weil ich trotzdem noch nicht, was das von mir möchte. Also, das ist letztendlich einfach eine Forschung, ja? Der Satz hätte mir halt völlig gereicht, dass ich hier irgendwas kriege, wenn der Timer abgelaufen ist. Hätte mir völlig gereicht. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ich wundere mich halt einfach, dass der Timer halt so weit runtergegangen ist, obwohl ich halt 0 Destroyed Enemies hatte und 0 Damage Taken. Das war halt so, der Timer ist von 2 Stunden auf 20 Minuten gegangen, obwohl ich halt nichts, also ich habe hier halt beides einmal angeklickt, aber ich hatte halt bei beidem 0. Das war halt so, okay, jetzt geht hier der Wert um 10 XP runter. Und das macht jetzt was genau? Das Deaktivieren im Run kostet jetzt 990 XP. Moment. Also ich kann hier im Run jetzt für 990 XP irgendwas deaktivieren, ja? Und wo tue ich das? Unten? Ah, ja, ist auch vollkommen logisch, dass man denkt, oh, hier ist halt nichts aktiviert. Warum packt man das erste Dinget, was man freischaltet, also literally das erste Dinget, was man freischaltet, so hin, dass man es nicht sieht? Come on. Also ja, mit viel Fantasie kann man hier auch die Elemente erkennen, aber es ist halt so. Okay, und jetzt könnte ich das deaktiviert das jetzt für den kompletten Run, ja? Mit deiner Auflösung zu tun. Fair point, aber uff. You managed to capture one of the mutated cubes and brought it to the museum for research purposes. Check out the artifact section after this run. Okay. Ja, kann der... Geht der Run auch weiter? Okay, der pausiert einfach. Gut. Warum wird Neutral und Fire Focus nicht geladen? Eigentlich müsste das längst laufen.
Dein Tower wird gestunt von den Erdcubes. Und dafür habe ich halt Dispel. Also der Stun bleibt halt nicht lange. Der Punkt ist jetzt halt, wenn du noch einen zweiten Gegnertyp disablen könntest, wäre es scheiß teuer. Ah, ich disable hier auch quasi immer nur einen Gegnertypen. I see. Logisch, deswegen gibt es hier halt auch 10 verschiedene. Macht Sinn. Und deswegen willst du die Kosten so weit wie möglich unten haben. Okay. Habe ich verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich scheiße langweilig. Habe ich halt überhaupt keinen Bock zu. Um ehrlich zu sein. Reizt mich halt so gar nicht. Oh, okay. Er startet Neutral Fire Focus und Temporal Barrier wieder, aber die Zeit dazwischen ist irgendwie zu lang. Okay, muss ich vielleicht nochmal im Skript ein bisschen rumbasteln, aber okay. Basically in Ordnung. Aber gut, damit kommen wir, naja, jetzt vielleicht nicht direkt auf Era 2, aber... Lustigerweise brauche ich jetzt schon Temporal Barrier gar nicht mehr. Sollte auf jeden Fall gut Kills geben, da gehe ich von aus, ja. Ich überlege, ob ich den Timer einfach auf die Hälfte setze und den klickt oder versuche im Zweifelsfall zweimal Neutral und Fire Focus zu starten, ohne dass es was bringt, aber... Es habe halt auch wirklich krass, dass halt zu diesen ganzen Error-Geschichten halt nichts in-game steht. Also wenn du im Workshop auf den Help-Button klickst, steht da halt nichts zu dem Thema. Finde ich ein bisschen schwierig, aber okay. Kommt vermutlich noch, ist ja schließlich Early Access. So, ich will das jetzt aber, glaube ich, nicht bis 100 Milliarden laufen lassen, wenn ich ehrlich bin. Wobei, andererseits in der Factory geht gerade eh nichts, ne? Ist also eher nun. Ich glaube, wir müssen den Boost gleich mal refreshen. Factory Junkie auf Entzug. Mir macht halt die Factory einfach, also mir macht das ganze Crafting. Der Punkt ist gerade, du farmst recht wenig Hits. Ja, oh, weiß ich nicht. Ich krieg halt schon Hits rein, also. Jetzt, also ich tanke jetzt zwar nicht extrem, aber ich krieg schon Hits. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mir macht die Factory, das ganze Crafting einfach so viel mehr Spaß. Es fühlt sich, finde ich, einfach so viel mehr rewarding an, als das hier. Also, gut. Ich spiele Minecraft. Ich spiele mal Minecraft. Technikmod und Abfahrt vermutlich, ja. Das wäre vermutlich die einfache Lösung. Mit den 100 B ist auch übertrieben. Geht eigentlich. Ich meine, wir sind jetzt schon auf 17. Und wenn wir gleich den nächsten Run starten, geht es halt deutlich schneller. Durch die ganzen Softwares.
Also ich meine, jetzt haben wir halt, keine Ahnung, 7 Minuten gebraucht, um auf 18 zu kommen. Letztendlich ist es ein Idle Game. Nope. Laut Entwickler ist es das nicht. Laut Entwickler ist es nur ein Incremental Game mit Idle-Anteilen. Und nachdem du am Anfang so hart drauf gedrillt wirst, dass es halt gar nicht idle ist, will ich die Idle-Teile jetzt auch gar nicht mehr haben. Ich will Progress! Aber jetzt haben wir halt deutlich schneller Fortschritt. Jetzt sind wir halt einfach nach 7 Sekunden auf 18b. Also man muss sich halt einmal langsam hochgrinden, aber es geht jetzt halt einfach deutlich schneller. Das ist halt so die Sache. Man kann halt relativ fix wieder an dem Punkt weitermachen, wo man vorher aufgehört hat. Das ist halt ganz okay. Also man muss das auch quasi gar nicht in 1 machen. Abgesehen davon, dass ich jetzt theoretisch den Kram wieder leveln müsste. Aber, okay, lassen wir das gerade mal sein. Nee, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Ach was. Der Refiner bzw. Assembly ist fertig. Ich kack ab. Für die eine Software willst du alles auf Error 1 bringen, weil es einen massiven Speedboost bringt? Für die Runs nehme ich an. Nicht für die Factory. So wenig los hier. Wir müssen gleich mal auf jeden Fall was machen. Yep, für die Runs. Okay, don't care. Also bringt es halt mehr Speed für die Runs. Weißt du, die Runs sind irgendwie nur für die Runs da. Und vielleicht noch, um XP für die Town Perks zu farmen. Aber ansonsten sind die Runs halt da, um die Runs zu verbessern. Die Factory hingegen bringt dir halt für jedes andere Gebäude was durch die Producer. Deswegen ist die Factory halt einfach in meinen Augen einfach 1000-mal spaßiger. Aber okay. Wie sieht's denn hier aus? Nicht gut. Starten bitte. Eigentlich müsste das Spiel... Nein, das Wort, was du suchst, ist Perfactory. Eigentlich müsste es Perfectory heißen, aber das ist halt nicht die Story. Die Story ist, dass man halt versucht, den perfekten Tower zu finden, um halt alle Tower Defense Games zu spielen. Also beziehungsweise mit dem Tower halt sämtliche Tower Defense Games der Welt zu schaffen. Was prinzipiell totaler Bullshit ist, aber auch ein bisschen großartig. So, kiek mal. Und du sagst, wir hätten jetzt nicht so viele Hits gefarmt. Wir haben halt schon locker bei dem bisschen, was wir gerade gemacht haben, von jedem irgendwie 1000 Hits gesammelt von den Gegnern, die da waren. Das ist schon okay. Das geht mit dem Tanking-Bild natürlich mehr, aber ich finde es trotzdem in Ordnung. Warum kann ich... Achso, das läuft schon. Das... Ja, nun... Behalte ich den ganzen Spaß eigentlich beim Reset? Vermutlich, ne? Also beim Tier-Up. Okay. Fühlt sich wenigstens nicht ganz so schäbig an. Wir können hier mal spontan ein bisschen weg... Also was heißt weg eskalieren, aber zumindest ein bisschen was ausgeben. Ja, für mehr reicht es gerade leider nicht. Ich wollte in der Factory mal gucken, ob wir hart gelitten haben. Nein, ob wir... Oh Gott, das ist einfach noch so viel mehr T1-Dust, ne? Huff. Bei mir rasten die Gems noch nicht mal so aus. Inwiefern, dass ich nicht viele habe, oder... dass es nicht viel kostet. Dass ich nicht viele habe, liegt daran, dass ich halt kaum in der Mine bin. Du bekommst pro Kill 7 Gems. Woher?
irgendwas verpasst. Es gibt ein Modul dafür. Ja gut, das habe ich dann. Weißt du, du sagst, es ist ein Modul, was in Tab 3 ist und wunderst dich dann, dass das beim... Du sagst, wie seltsam, dass das bei mir noch nicht so ist. Dude. Ey, du hast das noch gar nicht freigeschaltet. Voll komisch, dass das dann gar nicht bei dir geht. Echt seltsam. Hm. Findest du die Mine so dermaßen sinnlos? Selbst für Exotic Gems finde ich die halt relativ meh. Aber was ich überlegt habe, war, habe ich den hier irgendwo drin, dieser List of Shame? Was ich überlegt habe, was kostet denn der? Ja, guck mal. Blauer Tier 5 Producer. Den können wir jetzt sogar machen. Den können wir original jetzt schon machen. Aber halt nur einen, nicht 10. Aber der bringt auch weniger, oder? Der bringt am Ende keine E20, oder? Weil der Weiße hat auf T4 doch schon... Bringt er doch schon E13. Das heißt, der Blaue auf T5 bringt dann wahrscheinlich so E16 oder so. Das ist halt ein Scheiß. Das bringt halt gar nichts. Es steht halt leider auch nicht im Wiki, wie viel das ist. Das sind E16 dann, okay. Ja, aber 16 bringt halt trotzdem gar nichts. Also selbst wenn ich die Weißen konvertieren muss, kriege ich halt innerhalb von einer Sekunde dadurch... Okay.